Moin Leute, Embers hier und willkommen zurück zu Diablo 2 Resurrected. Heute schauen wir uns einmal die Gräfin an, und zwar warum die Gräfin. Nun, sie hat etwas ganz Besonderes. Sie droppt jedes Mal Runen, ja, und da muss man mal ein bisschen was unterscheiden, denn sie hat einmal einen speziellen Drop Rate extra für Runen und hat nochmal zusätzlich einen Champion Level Drop, wo dann quasi unterschiedliche Runen von der Höhe her droppen können. Und natürlich möchte man natürlich mit der Gräfin später mal in Hell auch Keys farmen für hier die Tristram Runs. Ich möchte einfach mal heute eingehen, wie man die Gräfin schnell farmen kann, unabhängig jetzt vom Champion, sondern ja, denn ich habe es jetzt in den ein, zwei Public Games gesehen. Der ein oder andere läuft einfach wirr drauf los bei der Gräfin und man kann sich einiges an Zeit sparen, und das möchte ich euch gerne gleich zeigen nach dem Intro. Also, bevor wir hier gleich reingehen, nochmal eine kurze Info. Auf Normal kann die Gräfin El bis Ral Runen droppen. Ja, das ist für die Early Game Spieler gut, wenn man sich zum Beispiel ja, Blatt oder, also ich kann es ja mal gerade zeigen, Blatt oder Verstohlenheit bauen möchte. Ja, die Runen kann man, sag ich mal, in 10 Runs kann man die easy peasy farmen. Das heißt, El bis Ral auf Normal, dann kann man El bis Jo auf Albtraum farmen. Es sind schon ja, ein paar mehr Runenwörter drin, gerade wenn man sowas wie ein Insight bauen will, ein Spirit bauen möchte. Das kann man auf Albtraum schon ganz gut farmen. Die Gräfin kann aber zusätzlich auf Albtraum, unabhängig von den garantierten Runendrops, auch noch bis zu einer Co-Rune von dem, ja, von dem Monster-Level her droppen. Und auf Hell, das ist jetzt quasi das sehr Interessante, wenn wir später, das werden wir, wenn die meisten ja machen, können wir El bis Ist-Rune farmen. Ja, Ist-Rune ist natürlich sehr, sehr nice, gerade ja auch was den Wert betrifft, wenn man mal handeln möchte oder andere Artefakte oder Items tauschen möchte. Aber die Gräfin kann auf Hell auch bis zu einer Low-Rune was droppen. Ja, und Low ist natürlich schon eine gute High-Rune, da kann man schon das ein oder andere mit anfangen. Das ist aber natürlich einfach nur Monster-Level basiert, das heißt, dass eine Low-Rune droppt, ist halt schon sehr, sehr gering. Aber unabhängig jetzt davon, schauen wir uns einfach mal die Maps an. Wie kann man die Gräfin schnell farmen? Und zwar, ich bin hier zufällig schon einmal da. Ich bin jetzt natürlich noch in der Beta, in der Closed Beta Phase. Das heißt, hier ist es jetzt auf Normal nur begrenzt. Ich kann leider nicht in Hell gehen. Und ja, wir fighten jetzt hier mal so ein bisschen und gucken erst einmal, wo geht's immer lang. Also hier gehen wir aus der Tür raus. Der erste Gang geht hier in diese Richtung. Und wir gehen immer quasi, wenn wir irgendwo hinlaufen, links rum. Ja, das heißt, hier natürlich in diese Richtung. Und in etwa 95% der Fälle ist es immer links. Hier sehen wir hier auch Ebene 2. Jetzt gehen wir wieder raus. Und hier, es gibt wieder einen Gang links. Wir gehen links rum. Ebene 3. Also ihr seht, das kann schon was ausmachen. Wir sind jetzt einmal rechts rum gelaufen. Hier, nächster Gang, wir gehen wieder hier links um die Ecke. Ebene 4. Und wir gehen, hier gibt es jetzt kein Links, aber dann gehen wir erst einmal geradeaus, um quasi dann im nächstmöglichen Fall links rum zu gehen. Komm, wir können auch TP'en. Also hier quasi immer den nächstmöglichen Linksgang auswählen. So, jetzt sind wir Ebene 5. Hier gibt es natürlich ja, nur eine Richtung. Schauen wir mal, wo die Gräfin ist. Die treibt sich hier oben irgendwo rum. Ich will sie mal ein bisschen hier anlocken. Das war, hier ist sie. Da haben wir Tal und Ed. Also gleich zwei Runen. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und es wäre natürlich jetzt auf Hell was anderes. Wir schauen uns gerade noch einen Run an. So, wir gehen gerade wieder ins Schwarzmoor. Suchen wieder nach der Gräfin. So wie eben auch. Das habe ich eben natürlich schön vorbereiten können. Da wusste ich, wo ich wo ich schon direkt bei der Gräfin bin. Also wir haben die Gräfin wieder gefunden. Hat ein bisschen gedauert. Wie man sieht, wo ich überall in der Karte lang gelaufen bin. Ist halt manchmal ein bisschen schlecht. So, dann gehen wir wieder rein. Ebene 1. Wir gehen jetzt hier den Gang entlang. Die erste Abzweigung geht nur links. Dann gehen wir hier geradeaus. Hier in diese Richtung. Da sieht man, das ist jetzt natürlich nicht so optimal gelaufen, aber wir kommen doch relativ zügig zur nächsten Ebene.
Und hier das gleiche Spielchen wieder. Das sieht wieder sehr gut aus. Es gibt zwei oder drei Kartenmaps, wo es nicht so passt. Dann ist es manchmal, ja, dass man quasi in der Mitte mehr oder weniger spawnt. Da kann man es jetzt nicht so auswendig sagen. Aber wenn man, da ich jetzt mal einiges an Runs gemacht hat, hat man sobald ja auch dafür so ein Bauchgefühl, wo die Reise hingeht. Und das ging jetzt auch wieder zügig. Und ich denke mal, selbst wenn man jetzt hier nur 5 Sekunden oder sagen wir mal, eine halbe Minute pro Run spart, macht das auf x100 Runs einiges aus. Gucken wir, was die Gräfin jetzt droppt. Eine E-Drohne, ja. Also, das ist natürlich jetzt hier nur Norm für die Beta. Aber ich denke mal, alles in allem ist es eine sehr interessante Sache. Und ja, nochmal, wir haben, ich gehe mal kurz ins Town, dann ist es nicht so laut. Einfach nur, um es nochmal zu sagen, quasi für Normal haben wir El Bisral. Ja, da hat auch die Gräfin von dem Monster-Level-Drop her keine zusätzlich höhere Rune. Auf Albtraum haben wir El Bisjo. Und könnten aber ganz theoretisch auch nochmal eine zusätzliche Rune mit einer Co-Rune droppen. Und auf Hell haben wir El bis Ist, beziehungsweise Monster Level bis Low Rune. Aber hier einen kleinen Hinweis, es gibt nochmal quasi, je nachdem wie viele Menschen in einer Party sind, auch nochmal eine zusätzliche Wahrscheinlichkeit, welche Items droppen. Und da könnte es durchaus der Fall sein, würdet ihr jetzt immer auf einer 8-Player-Party, also im 8er-Game-Farm, dass ihr die Wahrscheinlichkeit auf Runen droppt, quasi senkt damit. Denn dann würdet ihr quasi in dieser Runen- oder in dieser Drop-Tabelle andere ja, priorisieren oder nach oben heben. Dementsprechend würde ich es ja, empfehlen, im Single-Modus zu farmen oder in eigenen Games. Und was ich noch sagen wollte, natürlich könnt ihr auf Hell auch die Keys farmen. Also es ist so oder so, man farmt die Gräfin. Und gerade im Early Game hat man bei der Gräfin gutes Potenzial, sich nach oben zu farmen. Einfach durch die Runen. Ist-Rune ist sehr beliebt. Aber auch sowas wie eine oder eine Pool-Rune findet man in dem einen oder anderen Game auch zum Traden wieder. Und zum Thema Trading werde ich auch in Zukunft nochmal eine Folge machen. Aber auch im Ganzen, also ich werde, was ich sagen will, einiges noch an Videos raushauen. Gerade aber auch dann natürlich, wenn das Game offiziell mal draußen ist und man das auch zeigen kann. Denn ich bin kein Freund von der Theorie und jetzt, ja, ich will auch das Video nicht länger machen. Wir schauen uns einfach das nächste Video an. Leute, ihr wisst Bescheid, ich bin der Embers, ich bin raus und vielen Dank fürs Zuschauen.